Moin, liebe Top-Familie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir reagieren auf ein neues Eats Meet Kocht Video. Tatsächlich ist das jetzt sogar für mich relativ aktuell aufgenommen, dadurch, dass ich es die letzten Tage noch nicht aufgenommen habe. Aber schon der Titel, als ich es gesehen habe, dachte ich so, was kommt jetzt? Üble Täuschung bei Eats Meet Kocht Lammkarree. Ich weiß nicht erstmal, was Lammkarree ist. Lamm kenne ich. Ich weiß nicht, was dieses Karree ist. Maybe irgendwas Französisches. Vom Wort her. Aber was für eine üble Täuschung. Ich bin sehr gespannt. Wenn euch das Video jetzt schon gefällt, sagt es mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Werdet Teil der Top-Familie. Und ja, da würde ich sagen, beginnen wir mit einem neuen Pizza mit Kocht React. Ich bin sehr gespannt. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nee, warte, ich muss ja klatschen. Was geht ab, ganz herzlich willkommen Muss zu man doch einer Folge nicht. Pizza mit Kocht, eurem Kochformat, wo ihr noch was lernen könnt. Heute machen wir Lammkarree. Lamm ist Ziege, ne? Oder war das Schaf? Lamm ist Schaf. Wir essen jetzt Babytiere. Oh Gott, das ist Oh grausam. mein Gott. Yay, sie ist auch am Start. Wir machen heute ein crazy Zeug. Das wird. Das ist mal nass. Das ist scheinbar nass. Sehr gut. Wir machen Lammkarree, was ist das? Alter, no joke. Also, ich weiß nicht warum, aber guckt euch mal Jays Haare an. Normalerweise ist ja immer so dieser Joke, dass Jay wenig Haare hat. Ich würde zu diesem Jungen jetzt aktuell sagen, geh mal zum Friseur. No joke. Ich finde die Haare echt lang. Ich finde die Haare echt lang. Es ist mal nass. Es ist scheinbar nass. Sehr gut. Wir machen Lammkarree, was ja schon ein bisschen was außergewöhnlich ist. Mit Rotwein. Was nicht außergewöhnlich, aber sehr toll ist. Dafür benötigen wir. Lammkarree ist übrigens übel schwer zu bekommen. Deshalb habe ich heute Lammlachs hier am Start. Ich glaube, das Okay. ist aber auch ganz lecker. Lammkarree, das habe ich gestern vakuumiert. Das war tiefgefroren vorher noch. Also habe ich es auftauen lassen, vakuumiert mit ein bisschen Olivenöl und Thymian, wie es im Rezept steht. Und ja. Unser Name also, haben wir von kreuzers.eu. Wenn ihr auch Bock habt auf eine Prime-Mitgliedschaft da, dann nutzt gerne den Code PEATSMEAT, kleinschreiben, und gönnt euch da ein bisschen leckeres Fleisch. Olivenöl, Thymian, Balsamico-Essig in hoher Qualität, Knoblauch, Schalotten, eigentlich Kriegst du Lammfond, nicht aber ich mit habe keinen dabei? Fond. Und Rotwein, den guten Chateau Maison Bordeaux von 2018. Wir haben. Oh. Nein. Mir fällt gerade ein, vielleicht hätte ich auch Nein. besseren Balsamico. Da müssen wir nicht den von Rewe nehmen. Der ist bestimmt auch sehr gut. Nehmen wir einfach den. Und dann gibt es hoffentlich leckeres Lammkarree. Also, wir machen heute Lammkarree, beziehungsweise wir machen morgen Lammkarree. Heute müssen wir vorbereiten für Lammkarree. Und um schon mal vorzubereiten, brauchen wir einmal Thymian, Ey, Olivenöl, wissen wir das schon? Frischhaltefolie und ein wunderschönes Lammkarree, wie man es hier. Also, Lammkarree ist mit etwas Olivenöl einreiben und die Hälfte des Thymians auf dem Feuergurt gut parierten Fleisch verteilen. Was heißt ein pariertes Fleisch? Habe ich das jetzt pariert und damit abgewehrt oder? Man muss das Fleisch nämlich vorher parieren, indem man hier diese Silberhaut abzieht. Und keine Ahnung, wie ich das mache. Das ist aber nicht hier richtig, was ich hier mache, glaube ich. Okay. Wie komme ich da an die Silberhaut? Keine Ahnung, ob ich das richtig mache oder ob ich das jetzt gerade ganz komplett Fleisch zerstöre. Also vom Prinzip her, also ich finde, ich habe das schon ganz gut gemacht. Aber als erstes reiben wir es in Olivenöl ein. Ich glaube, ich pinsel es am besten. Das Fleisch ein bisschen mit Olivenöl Jo, einlüllern. das ist So ein bisschen. drüber, drunter. Die beiden können sich jetzt lieb haben. Das ist so Lachs-Sex, so ein bisschen so. Oh ja, wir reiben uns mit Was? Öl. Oh, unsere Körper, unser Fleisch reibt sich über. Alles gut. Ja. What the Vielleicht noch fuck, die andere Sim? Seite What machen. the Thymian dazu.
und schön damit einwickeln. Und jetzt wickeln wir das ein und dann lassen wir es für 24 Stunden drin. Wir verteilen jetzt die beiden Seiten, mehr oder weniger. Lässt einfach hier so ein Bündel rein, auf die Seite auch ein Bündel rein. Und dann richtig guter Schuss Olivenöl mit rein. So, das lassen wir jetzt mal. Ich habe jetzt schon eine Vorahnung, warum der Titel. Guck mal, alle machen das gerade jetzt. Es werden Sepp gezeigt, es werden Bram und Jay gezeigt, die drei. Warum Peter nicht? Weil der natürlich wieder meint, yo, ich mache es schon einen Tag vorher und nehme es nicht auf. Also, warum nimmt man nicht alle Schritte auf? Warum muss er etwas so machen, was nicht aufgenommen wird und sagt dann so, ja, das habe ich gestern schon gemacht, so, und jetzt kochen wir. Das heißt, er macht es nur fertig, bewertet, Punkt. Das war's. Anstatt, dass man sieht, dass er das alles hier auch macht. Hier, er hat doch hier, wie heißt das nochmal, diesen Vakuumierer. Dann hätte man auch nochmal das Gerät sehen können, wie er das macht und alles. Weil er meint ja irgendwann mal, dass er sich ja jetzt auch so ein Gerät geholt hat. Deswegen. Also. Warum filmt er das nicht auch? Aber ich denke, es gibt noch eine üblere Täuschung. Bin ich mir ziemlich sicher, so wegen des Titels schon allein. Mal über Nacht einwirken und dann sehen wir uns morgen wieder. Warte. So, anderer Tag. Am nächsten Morgen haben wir jetzt hier die beiden eingelegten Sachen. Es ist jetzt ein bisschen, ja, hat sich jetzt nicht so viel verändert irgendwie. Aber ich glaube, das wird gut. Was? Wir haben hier unser wunderschönes Ding, was wir hier eingepackt haben. Das befreien wir jetzt. Ich mache dazu niederrheinische Schmörkes. Das sind so kleine Kartoffeln, die quasi gebraten werden in der Pfanne, auch mit Schale und allem drum und dran. Ich habe auch schon mal die... Wie heißt das? Niederrheinische Schmörkes. Schmörkes? Davon habe ich doch nie irgendwas... gehört. Schmörkes. Erstmal gucken, was das ist. Schmörkes. Kleine Frühkartoffeln aus der Pfanne. Sowas wie Schmorröstkartoffeln. Sieht interessant aus. Ich bin leider aber nicht so ein Kartoffelfreund, muss ich zugeben. Das war ja hier auch mal, glaube ich, bei Pete's Meat, da haben die so drüber gesprochen und haben die Kohlenhydratlieferanten in dem Sinne Kartoffeln, Nudeln und Reis gerankt. Und natürlich kann man das jetzt noch detaillierter machen mit Spaghetti, mit Nudeln. Und bei Kartoffeln, Bratkartoffeln, Süßkartoffeln, Salzkartoffeln, also alle verschiedenen Kartoffelarten in dem Sinne, Kartoffelarten, Kartoffelgerichte. Und das Einzige bei Kartoffelgerichten in dem Sinne, was mir schmeckt, sind, wenn dann Pommes dann so zu einer schönen Geflügelbratwurst oder zu Schnitzel. Ansonsten alle andere Kartoffelnarten sind für mich unten. Muss ich nur Kartoffeln, Reis und Nudeln bewerten, ist auf Platz 3 Kartoffeln, auf 2 Nudeln und auf 1 Reis. Safe. Schaut mal gerne in die Kommentare, was ist dann euer Liebling? Nur von den dreien, würde mich sehr interessieren. Das sind so kleine Kartoffeln, die quasi gebraten werden in der Pfanne, auch mit Schale und allem drum und dran. Ich habe auch schon mal die Kartoffeln vorbereitet, die Rosmarinkartoffeln wieder als Beilage dazu bekommen. Scheiße, vielleicht hätte ich den Rosmarin kleiner machen sollen. Hasi, du hast ja kein Problem mit so ein bisschen Grün zu essen, ne? Das wird super. Das ist wie so ein Tannenwald essen. Richtig, richtig toll. Was atmest du so schwer? Hä, was soll denn daran kacke werden? Du kriegst vegetarische Bratwürste. Also was kann daran kacke werden? Wie ja, die können... Pass auf, das kriege ich noch hin. Das Challenge accepted, die versau ich dir auch.
Das Fleisch vom Thymian mit einem Salz, Pfeffer und Olivenöl mit dem restlichen halben Thymianbund und drei Knoblauchzehen rundum gut anbraten. Jetzt stellt sich die wichtige Frage, schneide ich die einzeln durch oder brate ich das Ganze so an? Ich weiß jetzt leider wirklich nicht, ob ich die klein schneiden soll oder nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn du die klein schneidest, du den Nachteil hast, dass die halt sehr schnell durch sind. Aber vielleicht sollen die das auch im Moment. Das ganze Karree auf eine flache Alufolie legen. Okay, also das ganze Karree. Wir müssen den Ofen schon mal vorwärmen auf 150 Grad. Kein Thema. Salz, Pfeffer. Habt ihr gerade gesehen, warum ich die Augen zugemacht habe? Habt ihr es gesehen? Wenn nicht, dann guckt euch Folgendes nochmal an. Alufolie legen. Okay, also das ganze Karree. Wir müssen den Ofen schon mal vorwärmen auf 150 Grad. Kein Thema. Salz, Pfeffer von beiden Seiten natürlich. Und jetzt brauchen wir noch Knoblauchzehen. Drei Stück sogar direkt. Nicht klein gehackt scheinbar, sondern mit drei Knoblauchzehen. Also schlage ich die einfach an für die erste Kiste oder was? Ich klopfe die trotzdem mal an, damit die halt auch... Scheiße. Da in den Staubsauger rein. Oh nee, sie ist abgefangen worden. Nein, jetzt ist sie im Staubsauger drin. 5-Sekunden-Regel. Da fällt die mir voll in den Mülleimer. Ich raste aus. Ich schneide noch kurz die Zwiebel. Die brauchen wir nämlich gleich für die Soße. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied ist zwischen einer Schalotte und einer Zwiebel. Jetzt kommt das wunderschöne Messergerät. Schaut doch gut aus. Gut, jetzt aber können wir uns, glaube ich, dann Richtung Herd begeben und let's go. Rundum gut anbraten. Und zwar so, dass das Thymian zwischen Fleisch und Pfannenboden liegt. Wie lange soll ich das denn jetzt anbraten? Das steht jetzt hier nicht. Ach komm, ey. Oder soll ich das auch in Olivenöl? Ach, das ist ja schon Olivenöl eingelegt. Eigentlich kann das ja... Ach, ich weiß. Die Melodie hat gerade was von Sherlock. Kurz an. Einfach nur mit drei Knoblauchzehen und dem halben Thymianbündel. Okay, dann kommst du da drauf. Mit rein. So. Packen das erste hier rein, packen das zweite hier rein, dann kommen die Zweige so dazwischen. So, und dann muss der Knoblauch da auch noch so drüber bzw. drum oder was? Es soll unten rauskommen, nicht oben. Okay. Läuft bei dir, Sepp. So, wir lassen das jetzt einfach mal so sein, wie es ist. Machen in der Zeit schon mal die Pfanne oben an. Das riecht schon mal alles sehr geil. Rundum gut anbraten steht hier einfach nur bei. Das ist die einfache Ansage, die wir haben. Dann können wir ja schon mal die Soße vorbereiten. Dafür brauchen wir klein geschnittene Schalotten. Haben wir. Schalotten? Was ist jetzt der Unterschied zwischen Schalotte und Zwiebel? Und dann können wir schon mal die Sachen mixen, die wir benötigen. Das Ding ist doch, das sieht ja beides gleich aus, muss man sagen. Also Schalotte und Zwiebel, irgendwie, wenn ich das immer hier in den Pete's Meat Cocked Videos mir angesehen habe, das sieht immer gleich aus. Also ich weiß wirklich nicht den Unterschied und da muss ich Jay zustimmen. Höchstens, vielleicht ist geschmacklich da irgendwie ein Unterschied, aber vom Aussehen her ist es gleich. Also da kann ich zumindest keine Unterschiede feststellen. 150 Milliliter Lammfond, aka Kalbsfond, 250 Milliliter Rotwein und 50 Milliliter Balsamico. Okay, Schalotte kann ich auch jetzt schneiden. Das ist eine Schalotte. Ja. Aufpassen, dass die Knochen hier nicht meine Pfanne zerkratzen. Wie frech. Guck mal, so baue ich mir hier meine eigene Aluschale. Ist wie eine Auflaufform. Also steht halt nie da, wie lange man das machen muss. Nur 15 Minuten danach in den Ofen. Also ist wahrscheinlich total egal, wie du es anbrätst. Danach ist es so oder so durch. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Genug angebraten? Ja. Dann. Aber da muss man sagen, das ist manchmal, finde ich, auch so ein Fehler bei Rezepten. So wie ich feststelle. Ich war jetzt tatsächlich das letzte ist die Tage, ich weiß gar nicht mehr wann. Das dürfte jetzt, ich sag mal, jetzt Samstag, Sonntag gewesen sein. Da war ich tatsächlich auf chefkoch.de und habe mir mal so einfach verschiedene Rezepte durchgesehen. Einfach so, was gerade da so in den Trends so in dem Sinne ist, was mir da angezeigt wurde. Und lies mir einfach nur so die Rezepte durch, so mit Zutaten und alles, und um einfach so mal zu gucken, könnte man ja mal essen. Und bei manchen Rezepten denke ich mir tatsächlich auch, die sind irgendwie unvollständig.
Also, da fehlen gewisse Infos, so von wegen, wie lange, wie viel Grad, wie viel Gramm, weil dann wird tatsächlich bei manchen Zutaten geschrieben, einfach nur, da wird zum Beispiel Butter benötigt und dann steht da, geben Sie nun die gewünschte Menge an Butter hinzu, wo ich mir dann denke beim Lesen, gewünschte Menge, schreib mir doch die Menge. Woher soll ich wissen, wie viel man da jetzt hinzufügen soll? Das, finde ich, ist so ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, bei Chefkoch, sind das Rezepte, die man nur einreicht oder so in dem Sinne? Oder sind die schon von vornherein da auf der Seite? Glaube ich nicht, weil ich glaube, verschiedene User können ja so ihre Rezepte hochladen. Dann frage ich mich, warum die Rezepte nicht überprüft werden nach Richtigkeit. Deswegen kann ich so diesen Punkt sehr, sehr gut verstehen, den Sepp angesprochen hat. Ja, wie lange denn jetzt genau soll man es braten? Natürlich, bis es fertig ist, das ist klar, aber manchmal kommt es schon auf die Zeit an. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei dem Rezept, weil es dann offensichtlich ist, wann man es jetzt hier in den Ofen packt, und dass man es halt eben anbrät oder durchbrät, ist ja auch immer so eine Sache. Brät man an oder brät man durch? Das sind zwei verschiedene Sachen. Deswegen, also, Jetzt hier drauf. Ah. Deine Flamme ist gut angebraten. Das schicken wir jetzt für 15 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen, 150 Grad. Okay, für die Soße die klein geschnittenen Schalotten noch ein wenig andünsten. Dann nehmen wir am besten, würde ich sagen, das hier. Das andünsten. Schalotten, go! Ja, da geht doch was. Sehr schön. Okay. Das haben wir auch. Mit ein bisschen Olivenöl andünsten. Wein, Fond und Balsamico angießen und langsam auf 100 Milliliter einkochen. Wie soll ich denn wissen, wie viel dann 100 Milliliter noch sind? So geil sind. Was möchtest du? Ja, sag doch, dass ich dir eine geben soll. Mach A. Oh, lecker eine Kartoffel. Oh, lecker eine Kartoffel. Lecker eine Kartoffel. Jetzt riecht man wieder einen der besten Gerüche der Welt. Olivenöl, Schalotten, Zwiebeln, wie auch immer, Knoblauch. Ich würde sagen, das haben wir erfolgreich angedünstet. Jetzt kommt unser Mix aus Wein, Fond und Balsamico. So geblinkt dazu. Hat. So. Wurzelt. Geblinkt. 50 Milliliter Balsamico-Essig. Und 250 Milliliter Rotwein. Sind genau 250 Milliliter drin. Ja, wunderbar. Kommt jetzt hier das Zeug rein. Okay. Alter, das werde ich doch niemals reduzieren können auf die Menge. Holy shit, das funktioniert ja nie. Kein Plan. Ich lasse das einfach mal jetzt volle Pulle kochen. Im Zweifel fülle ich es rüber auf die Pfanne. Warum zur Hölle nimmt Jay eine Zange zum Umrühren der Soße? Nimm doch einen Kochlöffel. Hä? Warum eine Zange? Zange hier rechts beim Fleisch legen und links einen Löffel. Wo ist das Problem? Verstehe ich nicht. Oder in eine Pfanne. Kommt jetzt da sieht lecker aus einfach rein. Dann nehme ich jetzt hier Rind und Schaf. Das ist doch alles das Gleiche. Das rühren wir mal schön ein hier. Oh. Kennt das einer noch von früher? Ex oder Arschloch? Ja. Oi. Kennt man. Okay, tschüss, lieber Dornfelder. Das muss man auf 100 Milliliter einkochen. Und noch 50 Milliliter super guten Balsamico. Oh, das möchte ich aber probieren, glaube ich. Alter, what the fuck? Oh. Das sieht doch nice aus. Guck dir what the fuck? Das kommt jetzt in den Ofen für eine Viertelstunde und dann muss mehrmals gewendet werden. Und dann schütten wir das darüber. Okay, hat gut geklappt, Alter. Okay, aber ich dachte mir, wir sollten so reduzieren. So ist, glaube ich, besser. Uiuiui, gut, dass das Fenster offen ist. Diese Menge mit Salz und Pfeffer abschmecken und danach nochmal einkochen. Die Reduktion dann nicht mehr kochen, mit der kalten Soße Stück für Stück binden. Das Fleisch in Alufolie wickeln und auf der offenen Ofentür mit ca. 15 Minuten nochmal ruhen lassen. Dann erst aufschneiden und mit der Soße anrichten. Dann wenden wir jetzt einmal hier, haben wir noch, die Stücke. Eigentlich voll simpel, das Gericht. Voll geil.
Ja. Sehr gut schmeckt zumindest. Irgendwie sehen die Schalotten ja jetzt gar nicht so außen drin aus. Aber die werden nachher sowieso reingemixt. Warum macht okay. Peter das auch? Die Zeit ist abgelaufen. Mit der Zange. Auch noch rühren. Und bei uns gibt's heute dazu Backofenpommes. Okay, das passt nicht. Da muss ich ein Lob eher an Jay aussprechen, auch wenn ich so Kartoffeln nicht mag. Aber Lammkarree und was ich sehe, dann würde ich doch keine Backofenpommes selbst machen. Also entweder irgendwas mit Kartoffeln, in dem Sinne aber nicht Pommes. Das passt zum Beispiel für mich persönlich nicht. Ich bin aber auch so einer, ja, es muss halt passen, was man isst. Ich bin so ein pragmatischer Typ. Würde ich jetzt mal dann in dem Sinne beschreiben. So wie jetzt hier zum Beispiel ja auch mit dem Umrühren. Peter nimmt auch die Zange zum Umrühren. Sowas mag ich nicht. Zange ist dafür da, um umzudrehen, wenn dann. Dann habe ich da einen Löffel, da eine Zange. So, fertig ist. Und Pommes passt für mich eher sowas wie zu Schnitzel, Bratwurst, Gyros-Teller. Oder Gyros, wenn man das macht. Dazu passen zum Beispiel Pommes, so als Beispiel. Was fast immer für mich dann passt, weil wir das halt wirklich sehr oft und gern essen, ist für mich Reis. Und deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel hierzu schön Vollkornreis gemacht. Ja. Weil vor allem, weil man ja auch die Soße hat, ist es dann ja noch geiler, wenn man diese Soße hat, Reis und das Lammkarree. So bin ich aber. Aber schreibt mir sonst gerne in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Wie ihr so seid, so pragmatisch oder so in dem Sinne. Würde mich sehr interessieren. So, wir sind auf 100 Milliliter runter. Das muss jetzt noch einmal durchgemixt werden. Ich habe mich jetzt so dazu entschieden, weil mir das dann doch zu stückchenhaft ist, das hier zu pürieren. Also, let's go. Oh fuck. Das ist nicht schlau. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu viel rumspritze. Ja. Und nicht den Boden komplett zerstöre von der Pfanne. Ich glaube, das ist somit das Schlimmste, was ich gerade mache. Ach du Scheiße! Okay, das war kein so smarter Move von mir. Ich püriere nichts mehr, ich bin durch. Die Soße ist jetzt wirklich gut reduziert schon. Deswegen kommt da jetzt noch ein Ticken Pfeffer rein. Und ein ganz kleiner Schuss Salz. Ja, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Krass. Wir noch ein bisschen Ticken Salz ran. Oh, fuck. Das war ein guter Ticken Salz. Ja, das Scheiße. War Jay Salz. Soll ich das hier noch mit ein bisschen Butter binden? Einfach rein ab. Hab das noch nicht verstanden, so wie das viel? Mit der Butter jetzt funktioniert. Was die Butter hier auch macht, verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist sowas zum Andicken. Also ich bin echt überfragt. Boah, ist schon krass. Ich habe das Gefühl, ich habe fast keine Flüssigkeit mehr. Wie geht's denn hier da? Oh Gott. Es schmörkelt. Also auch viel erlebt von heute. So, schön Meersalz daran. Von außen. Und das zum Beispiel würde ich eher essen. Mit dem Schmörkel. Zu dem Gericht. Und probieren wir jetzt nochmal zu aller guter Letzt. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen Ticken salzig. Zugegebenermaßen. Das heißt, das ist auch gut. Wollen wir doch mal schauen, was das heißt, das ist gut. Okay, so, die Zeit ist rum. Gehen wir das mal raus. Das sieht gut aus. Ja. Der Kacke, Alter, wie macht man das denn vernünftig? Also wir haben es jetzt so gemacht, wie es da drin steht. Dann ist es so, das ist mir echt zu blutig. Und deswegen würde ich das Ganze jetzt noch mal etwas länger im Backofen köcheln lassen. Dann gucken wir uns das danach noch mal an. Okay. Bin gespannt, was für eine Garstufe ich vom Fleisch erreicht habe. Da bin ich sehr gespannt. So, dann schneiden wir den Spaß mal an. Jedes Lammkarree für sich einzeln. Oh, Alter, schön Medium. Aber richtig geil Medium, holy moly. Also hier einmal zur Demonstration für euch. Krass, oder? Das sieht gut aus. Bin ein bisschen verliebt. Ja, ich versuche das mal schön zu drapieren und dann sehen wir uns sofort beim Probieren wieder. Also, ich habe heute die Teller vorgewärmt. Es ist schön rot. Dazu gibt es gerösteten Spitzkohl, Pommes und eine hoffentlich großartige Soße. Wollen wir es doch mal ausprobieren. So sieht das Essen jetzt aus. Ich habe das geil quasi aus. Oben. Das sieht gut aus bei Jay. Die Rotweinreduktion rangepackt. Und jetzt tryen wir mal. Wie schmeckst du?
Also da muss man jetzt immer so ein bisschen im Nachhinein sagen, perfekte Überleitung. Ich finde es ein bisschen schade, dass Sepp dann ja auch nicht dieses richtige Lammkarree hat, sondern hat ja Lammkotelett oder so. Ich finde, das macht einen ganz großen Unterschied halt eben, ob man nun nach Rezept geht oder man eine Alternative hat. Habe ich ja auch schon oftmals gesagt. Also gerade wenn es doch um eine Hauptzutat geht, finde ich, sollte man schon das Original haben. Und das finde ich jetzt so ein bisschen schade. Weil hätte er jetzt hier Kartoffeln und Rotkohl hat er jetzt ja dazu gemacht. Was ich zumindest Rotkohl mega geil finde. Hätte er da jetzt was anderes genommen, hätte ich jetzt nichts dagegen gesagt. Aber so eben dieses, die Hauptzutat, Lammkarree, finde ich, ist dann schon schade, dass er, ja, vergessen hat, es zu bestellen, vergessen hat, zu besorgen. Man weiß es nicht. Das ist so ein bisschen schade, finde ich. Ein bisschen wie Rotkohl ist es geworden von der Beilage. Also man hätte es auch rausheben können, aber ich glaube, ich finde es lecker, weil es sind ja eigentlich nur Zwiebeln und Knoblauch, also das müsste eigentlich lecker geworden sein. Das Fleisch haben wir jetzt noch kurz ruhen lassen, aber es ist deutlich kleiner geworden, Julius. Ich hoffe, das ist nicht zu durch. Das Lamm ist noch ganz leicht rosa innen drin, aber eher durch, also so Medium Plus. Bisschen fertig. Wie wir bei jedem... Ohne alles dazu? Wie wir bei jedem erst sehen, hier, bin fertig. Anschneiden in den Mund. Kurz so dieses Gedankenverliebte oder man ist in Gedanken und dann wird es zu jemand anderem geschnitten. Das ist auch geil. Bin sehr gespannt. Probierst du es einfach so. Das. Geil. Das war lecker. Das war sehr, sehr lecker. Die Soße war awesome. Wobei sich bei mir die Butter, das Fett von dem Rest getrennt hat. Das ist nicht zusammengeblieben. Das war belastend. Aber nicht wirklich belastend, weil dann hat man das einfach wieder zusammengemixt. Also war saugut, sausimpel. Mmh, mmh, lecker. Mmh, das ist lecker. Oh, oh, mmh, oh, Eis, denke ich. Der Eingeschmack ist schon recht stark vom Fleisch, muss ich an der Stelle sagen. Das gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Ist mir aber auch, wenn ich aussuchen würde, ein Ticken weniger wäre geil. Mmh. Ja. Oh, das ist lecker. Das schmeckt gut. Also das ist wirklich gut geworden. Auch so vom Kaugefühl ganz nice. Bin ein bisschen enttäuscht von der Soße. Ich habe mir von der Soße mehr erwartet. Mmh, sehr geil. Man muss natürlich auf Lamm stehen. Geil. Mit dieser sehr kräftigen Soße dazu. Das finde ich sehr geil. Dazu jetzt noch ein paar Kartoffelchen, Bohnen oder so ein Scheiß. Richtig lecker. Ich gebe. Letztens hat sich Sturmwaffel aufgeregt. Man sagt so viele positive Dinge und dann gibt man eine 8,5. Ich wollte jetzt auch eine 8,5 geben. Warum nur eine 8,5 in Anführungszeichen? Das war sau lecker, das war sau simpel. Aber es gibt Geschmäcker oder Rezepte, die mich noch mehr geflasht haben, die noch geiler sind. Das war sehr gut, aber nur 8,5 gut. War schon sehr. Ich finde, das ist ein falscher Ansatz. Ich verstehe Peter da aber auch vollkommen, weil Sturmwaffel das ja auch so gesagt hat. Habe ich tatsächlich auch gesehen in seinem Video. Wenn man sagt, es ist gut, darf man es aber nicht mit Rezepten von davor vergleichen. Ich finde, man muss Folgendes abwägen. Wie aufwendig ist es insgesamt, das zu kochen? Wie lange ist der Arbeitsaufwand? Lohnt es sich? Zutatenbesorgung? Einfach schwierig? Wenn es bei Sepp es nicht gab und er halt jetzt nicht bei Kreuzers oder so bestellt hat, muss man das auch so ein bisschen damit einbeziehen. Die Verständlichkeit vom Rezept her, das halt nur. Und vor allem darf man jetzt folgenden Punkt nicht dabei vergessen, so rein von der Bewertung her. Peter hat jetzt neben der Soße und dem Lammkarree hier, Pommes, Backofenpommes und was war das noch? Kohl, Spitzkohl. So, das beides ist ja mit dabei. So, das heißt, das bewertet er automatisch mit. Man darf wirklich nur das kochen, was auch im Rezept steht. Außer, da steht drinne, machen Sie sich zusätzlich Reis oder Nudeln.
So als Beispiel. Dann sage ich, okay. Aber ich finde, das ist so dieser Punkt, oder das sind so diese Punkte, die dann damit hinzukommen. Wenn ich jetzt so an Peter Stelle wäre, würde ich tatsächlich vielleicht nur eine 7,5 oder 8 geben. Weil er hat ja auch eben zum Beispiel diesen Punkt mit der Butter angesprochen, dass es halt sich jetzt nicht so gefestigt hat. Das ist auch ein Punkt, der eigentlich ein Minuspunkt ist. Oder mindestens ein Minuspunkt. Also deswegen, man muss da sehr, sehr viel berücksichtigen und nicht unbedingt mit anderen Rezepten vergleichen mit dem Endergebnis. Ich finde, das ist ein falscher Ansatz. Aber richtig, dass die auf jeden Fall strenger bewerten müssen. Sehr gut ist, war aber nicht... Boing. So. Ich gebe dem eine richtig leckere 7,5 von 10. Ja, ja, lecker. Daumen nach oben. Aber ich kann da nicht mehr als 6,5 Punkte geben. Das ist zwar ein leckeres Gericht und so halt okay. Finde ich aber gut. Irgendwie hat mich die Soße enttäuscht. Aber irgendwie genau. Heute nicht... War nicht das Überraschungsmoment da? Ich gebe 8 von 10 Punkten dafür. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Donnerstag, entweder hier oder auf 7,6 bei 5. Aber wenn ihr das nachkochen wollt, und das kann ich doch schon empfehlen, wahrscheinlich kriegt ihr die Soße auch ein bisschen besser hin als ich. Beziehungsweise bei den anderen Jungs könnt ihr euch abgucken, wie man das besser macht. Genau, Julius. Und wenn ihr das nachkocht, dann verlinkt uns gerne auf Social Media. Jetzt kann ich mich nur verabschieden. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da. Wir sehen uns hier oder nächste Woche bei Pizza mit TV. Und jetzt besorgt es euch ein bisschen mit geilem Essen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Okay, gut. Ja, mal wieder ein interessantes Video. Lammkarree. Also ich bin jetzt nicht der größte Freund von Lamm, könnte mir aber dennoch vorstellen, dieses Essen auch zu essen, so im Nachhinein. 7,6 bei 5 ist so gesehen jetzt der Durchschnitt der 4. Ich finde es gut, wie Sepp das bewertet hat, in dem Sinne von der Strenge her, gefällt mir gut. Jay sowieso. Ich finde, Jay gibt eigentlich fast immer so die richtigen Punkte. Also, wenn es so eine Geschmacksexplosion ist und alles stimmt, dann gibt er so 8,5 auf jeden Fall. Und ansonsten so 5 bis 7,5 im Durchschnitt. Und unter 5 ist halt, unter 4 ist halt in dem Sinne ungenießbar. Also Jays Rankings-System oder Punktesystem finde ich tatsächlich so am besten von allen aus dem Team Pete Sweet. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal Lammkarree gegessen habt. Würde mich interessieren. Und ansonsten... Ja, ansonsten bleibt mir dann nur noch zu sagen, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mit einem Daumen nach oben, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Glocke aktivieren, werdet Teil der Top-Familie, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal auf meinem Kanal wieder. Heute kommen noch 2 Videos für euch, genau. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde. Liebe Fußballfreunde, oh mein Gott, liebe Top-Familie. Und es kam schon ein Video für euch. Später kommt noch 1. So, genau. Ich musste gerade überlegen. Später kommt noch 1. Anpfiff, Abpfiff, Tor. Schaut liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss.